finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Eine gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Willkommen, Michael. Grüß dich. Hallo Sven. Jetzt müssen wir natürlich ernst bleiben, weil vor der Aufnahme war er nämlich ziemlich frech. Okay, wir starten trotzdem. Ich habe euch ein tolles Thema mitgebracht und zwar 7 Fallstricke, die ihr beachten müsst, wenn ihr zum Beispiel auf der Suche seid nach einer Datenplattform. Dann aber auch das Thema Implementierung, also wie geht man vor? Und jetzt kommt noch das Wichtigste, bei der Wahl des richtigen Dienstleisters. Okay. 7 Fallstricke hast du, ja? Okay, wollen wir mal mit dem ersten Fallstrick anfangen? Ja, schieß mal los, was haben wir? Button up anstatt tab down. Kannst du dir was drunter vorstellen? Ja, kann ich. Gut, da gehst du ja im Endeffekt auf die Vorgehensweise bei der Projektentwicklung ein, würde ich mal jetzt behaupten. Das heißt, es gibt ja 2 klassische Ansätze. Einmal den Bottom-up oder den Top-Down. Das heißt, im Endeffekt, von welcher Seite gehe ich jetzt dran vor? Zum Beispiel, ich habe oben Top-Down beispielsweise meine Fachlichkeit, mein Management und die gehen mir im Endeffekt vor, wie hat es zu laufen, was möchte ich sehen, die fachlichen Anforderungen. Und Bottom-up wäre im Endeffekt eher, ich komme von der Technik. Das heißt, ich gucke mal, was habe ich für Quellsysteme, was habe ich für eine Infrastruktur und richte danach quasi meine Datengrundlage beziehungsweise mein Modell aus. Das ist in der Tat ein Fallstrick, der auch in der Praxis immer wieder vorkommt, nämlich dann, wenn die Datenprojekte überwiegend von der IT-Abteilung getrieben sind, was ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist, aber wenn halt kein Kontakt zur Fachabteilung besteht oder seltener Kontakt und man quasi davon ausgeht, man kann es besser, man weiß, wie es geht, weil man ja die Systeme kennt, dann ist es häufig so, dass es wirklich zum Fallstrick wird und das Projekt scheitert. Ich meine, du warst ja auch mal in einem ähnlichen Projekt, wo sehr viel von der IT getrieben wurde, was dann leider auch damals im Angestelltenverhältnis nicht so erfolgreich war. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass die Datenkonsumenten einen Takt vorgeben, weil manchmal ist es ja auch so, dass du in der IT gar nicht weißt, was hinten raus mit den Daten noch alles gemacht wird. Also wenn du irgendwann einen Staffelstab übergibst und sagst, hier Fachabteilung, hier ist deine Datenbasis, dann passiert ja meistens noch eine ganze Menge und diesen blinden Fleck weißt du ja nicht. Und wenn du darauf dann Data Warehouse aufbaust, ist das meiner Ansicht nach sehr gefährlich. Ja, und es geht ja noch weiter, wenn wir mit potenziellen Kunden sprechen, kommt dann gerade von der IT immer der Einwand, wir haben so viel zu tun, wir führen gerade ein ERP-System ein etc. Ja. Und klar, wenn ich natürlich diesen Bottom-up-Ansatz fahre, ich nehme jetzt alle Quellsysteme in der Gänze auf und baue dann einen sogenannten Data Lake auf, dann bin ich natürlich auch lange unterwegs. Ja. Und gehe ich aber andersrum und frag mal meine Fachbereiche, die ja eure Kunden sind, und sag, was wollt ihr haben, und gehe eher Use Case getrieben, bin ich auch viel schneller unterwegs. Definitiv. Ja, okay. Ja. Also Fallstrick 1, wenn man Bottom-up anstatt Top-Down wählt. Mhm. Alles klar. Gut, nächster Fallstrick, das wäre die Nummer 2. Keine Automatisierung. Mhm. Ja, oh, jetzt muss ich gucken. Also wie ist das? Das ist ja, also stimme ich dir dann auch zu. Allerdings ist das ja eher ein Trend, der sich neuerdings wieder weiter durchsetzt. Also im Endeffekt war es ja mal so, dass vor Urzeiten, als man angefangen mit der Börse, hat man natürlich... Ach so, bei Lochkarten. Ja, ein bisschen so alt bist du schon. Ein bisschen später dann doch. Aber dann war es ja wirklich so, dass viel, also die ganzen Datenintegrationen, die Dataflows, ETL-Strecken, wie man sie damals genannt hat, wurden ja manuell aufgebaut, mangels Möglichkeiten. Das heißt, man hatte einfach dann die ETL-Tools oder man hatte eine Datenbank und da hat man es selber gemacht. So, und alles selber gemacht. Und jetzt gehen wir ja eigentlich davon weg oder sollten wir davon weggehen und die Chance nutzen, sehr viel zu automatisieren über Templates, über Low-Code-Plattformen und ähnliches, dass wir einfach die Möglichkeit haben, in diese Automatisierung reinzukommen. Denn wenn wir es nicht machen, sind wir wieder bei dem Punkt vom ersten oder das Argument vom ersten Punkt, was du genannt hast, ja, ich habe ja keine Zeit. Natürlich keine Zeit, wenn ich alles selber mache. Wie soll ich dann Zeit haben? Ich muss natürlich auch die Möglichkeit haben, meine Arbeit zu beschleunigen und im Rahmen von Automatisierung dann auch einfach schnell die Modelle auszurollen, die Datenmodelle,
Und vor allem habe ich dann auch nicht, schlage ich damit zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich unter anderem ja auch noch die Abhängigkeiten, die ich habe. Da kommen wir gleich zu. Du greifst vorweg. Oh, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Aber okay, dann nämlich noch einen Punkt, der hoffentlich dazu passt. Was ist mit der Datenqualität? Weil wenn ich jetzt sage, ich automatisiere, ich kann ja nur automatisieren, wenn ich irgendwie Standards habe oder Templates habe. Und sobald ich die einsetze, habe ich dann ja immerhin die Möglichkeit, gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, die ich nicht habe, wenn ich alles manuell mache. Ich meine, ich entwickle anders als du. Also wenn ich mache ja gar nichts mehr, wie du ja öfters auch betonst. Wie, genau, siehst du, und schon haben wir die zwei Unterschiede. Und ja, das ist einfach der Grund, warum man das, also um Automatisierung auf jeden Fall meiner Ansicht nach muss sein sollte, wenn man jetzt anfängt, ein Data Warehouse-Projekt oder eine Datenstrategie umzusetzen. Okay, für mich fällt aber noch drunter natürlich auch der tägliche, die tägliche Beladung. Das heißt, die stimmt. Spielt ja auch mit rein, weil es gibt ja Spezialisten, die meinen, die müssen die Daten hin und her schubsen und zwar auch nochmal manuell, sondern das muss stimmt. Ja, also die Betriebsprobleme, die man ja hat, wenn Abbrüche sind, die sind ja auch nicht zu unterschätzen, sondern da sollte ein Augenmerk drauf liegen, dass die Sachen sauber laufen, dass ich da vielleicht schon Prüfungsregeln drin habe, wenn Abweichungen drin sind, dass ich da schon definierte Regeln hinterlege, dass bestimmte Felder gefüllt sind, bestimmte Logiken ergriffen werden. Das fällt für mich halt auch mit rein. Ja, ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt und ein wichtiges Qualitätsmerkmal für jede Plattform, nämlich wie stabil läuft mein Betrieb. Ist es ja wirklich auch nochmal entscheidend, also automatisiert und ja, okay. Kannst gerne bei mir eine Masterclass buchen. Ja, ich bin kurz davor. Ich bin ganz gespannt auf den dritten Fallstrick. Okay, der nächste Punkt, finde ich, da fallen die Unternehmen wirklich irgendwann auf die Füße, ist Fallstrick Nummer 3, selber bauen. Mhm. Ja, also da bin ich allerdings zwiegespalten. Also ich glaube, es ist ja nicht fatal, wenn man als Unternehmen sagt, hey, wir haben die Expertise und deswegen wollen wir es selber machen. Mhm. Ich sehe zurzeit eher die Gefahr, dass man etwas geblendet ist und halt nicht unbedingt die Expertise hat, um von null auf etwas aufzubauen im Unternehmen. Das ist einfach immer häufiger. Und dass dadurch dann ein Code entsteht, der oder einfach eine Lösung entsteht, die schwer zu warten ist und dann die Personen auch sehr wechselwillig sind. Das haben wir jetzt ja auch immer häufiger gehabt. Also es ist natürlich gar kein Problem, wenn wir sagen, wir haben ein Team, das ist langjährig zusammen und das bleibt auch langjährig, weiß man natürlich nie, aber die bauen zusammen etwas auf. Dann finde ich es ja gut, wenn man das selber in die Hand nimmt als Kunde oder als Unternehmen im Endeffekt. Aber wenn ich jemanden habe, der irgendwie mal hier 1,5 Jahre ist, da mal 2 Jahre, dann verwirklicht er sich mal eben und ist wieder weg. Das ist fatal. Und das, finde ich, ist irgendwie auch ein kleiner Trend gewesen. Wir sehen es ja auch, wenn wir Bewerbungen bekommen, dass die Zugehörigkeit in dem Bereich auch immer kürzer wird. Und da sehe ich einfach die Gefahr, es selber zu bauen. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall unabhängig machen von den Mitarbeitern. Und ich finde, der greift eigentlich gut in den Fallstrick davor ein. Da muss ich mit Templates Automatisierung arbeiten, damit das einen Erfolg hat. Also einfach nur zu sagen, ich habe hier jemanden, der kommt gerade, wir bauen es selber, nicht ohne Hilfe und nicht ohne die Templates trotz alledem. Also dadurch, dass wir ja im Mittelstand angesiedelt sind, finde ich, ist es da auch nicht gut platziert. Wenn es ein großes Unternehmen ist, wir kommen ja auch, also Banken, Versicherungen, die haben entsprechende Abteilungen, dann ist das auch okay, wenn man diese Entscheidung auch trifft und man hat da 5, 6 Leute oder sogar mehr da sitzen und die kümmern sich um solche Themen, dann kann man natürlich, wenn da mal eine Person ausfällt, krankheitsbedingt oder kündigt, kriegt man es hin. Aber im Mittelstand, wer leistet sich denn 2, 3 Datenexperten mit einem Gehalt von 80 bis 100.000 Euro? Ja, kannst du ja nicht gar nicht. Und das ist ja auch, und das ist, glaube ich, auch der richtige Fallstrick, dann halt eher zu sagen, ich spare mir ja Geld. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich brauche keine Software oder ich muss nichts automatisieren, ich hole mir einfach die Manpower, dann spare ich ja Geld unterm Strich. Das geht, glaube ich, nicht aus. Du baust es dann 2-mal und dann ist es halt beim 1. Mal richtig teuer. Ja, genau. Und vor allem verbrennst du das Thema häufig. Hatten wir ja auch so, oh, wir haben schon mal was angefangen, das ist verbrannt, die Fachabteilungen haben darauf keine Lust. Auch schwierig. Ja, noch nicht mal, also genau, das mit den Fachbereichen, dass die dann keine Lust mehr haben, aber das Schlimme ist ja, der Investitionsgeber innerhalb des Unternehmens hat keinen Bock mehr darauf. Ja, weil ja der klar. Kommt ja auch noch dazu. Ja, dann kommen wir zu dem 4. Fallstrick, den hast du ja eben schon genannt, Abhängigkeiten bilden. Ah ja. Ja, das ist ja auch ein Thema, wenn ich halt Mitarbeiter habe, die dann das Ganze selber baue, dann habe ich tatsächlich diese Abhängigkeit, insbesondere wenn Dinge nicht dokumentierte sind, sauber. Das erlebt man ja doch sehr häufig, dass dann es ist ja gar nicht böse gemeint, das ist auch vielleicht auch keine Absicht dahinter, aber es ist natürlich für Leute, die oder als Mitarbeiter, die da neu zukommen, relativ schwierig, da einzusteigen. Das reicht ja nicht, das technische Verständnis zu haben, aber manchmal ist das nicht so ganz klar, was damit bezweckt worden ist, wenn dann irgendwelche
Logiken hinterlegt mit 1, 2, 3, 4, weil man da irgendwelche Werte einfach fest definiert. Aber was bedeutet das Fachliche dahinter? Das ist dann halt auch immer schwierig. Ja, wir haben sogar, glaube ich, da zwei Themen. Also die Abhängigkeit einmal mit den Personen, was Sie gesagt haben. Aber es geht ja auch darum, also es gibt ja einen Grund, warum das so ein großes Thema ist, dieses, wie baue ich jetzt ein Data Warehouse auf? Mhm. Es gibt ja gewisse Konzepte, die sich bewährt haben in der Praxis, und da sollte man natürlich auch die Konzepte dahinter kennen, weil sonst baue ich mir zum Beispiel auch eine Architektur auf, wo ich dann auch eine Abhängigkeit schaffe, jetzt rein technisch, ja. Abhängigkeit, aber ich komme dann auch einfach nicht mehr weiter. Dann bin ich an irgendeiner Grenze, es gibt eine neue Anforderung vom Fachbereich und dann schrecke ich die Flügel, sage ich, das geht einfach nicht mehr, tut mir leid, und ich baue wieder neu. Und das darf halt auch nicht passieren. Das heißt, ich habe einmal diese Abhängigkeit von den Mitarbeitern und ich habe aber auch die Abhängigkeit in der Technik, wo ich dann einfach gucken muss, dass ich es zukunftssicher aufbaue und auch flexibel aufbaue. Oder auch bei Dienstleistern, die sich ja festbeißen. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich noch in der Beratung beim großen Handelskonzern in Düsseldorf im Einkaufsbereich, und die hatten tatsächlich einen Freiberufler, der war kurz vorm Rentenalter und hat da die ganzen Access-Anwendungen gepflegt und erweitert. Ohne den lief nichts. Und da war das genauso, dass da viel manuell programmiert worden ist und die kamen ohne den nicht mehr aus. Und das war ich hatte die Applikation, musste die zum Teil anpassen. Es war ein Graus. Also es ist wirklich, das war auch dann historisch gewachsen. Und dann ist es natürlich ein erheblicher Aufwandstreiber. Und wir hatten ja auch mal ein Kundenprojekt, wo auf einmal der Freelancer, der das damals betreute, keinen Bock mehr hatte. Ja, das war auch schon hart. Der gesagt hat, ja, jetzt müsst ihr es mal übernehmen, weil ich mache das hier nicht mehr. Ihr könnt mich nicht mehr buchen. Oder letzter Fall aus dem Kundengespräch war, dass man aus dem Mainframe heraus noch kommt und dass diese Programmiersprache, die man da hatte, gar nicht mehr, also dass es gar keine Expertise mehr gibt. Und dann wurden mal eben von Beratungshäusern 300.000 Euro aufgerufen, bevor die überhaupt angetreten sind. Ja. Also das sind so Sachen, da muss man halt auch ein bisschen drauf gucken. Ja, definitiv. Wertgeschätzt. Ab zum Neustart. Der Tipp des Tages. Ich muss dich leider stören. Wir haben eine Unterbrechung und die haben wir aus gutem Grund. Wir würden dir gerne was schenken. Und zwar 33 Impulse für einfache Datenstrategien im Mittelstand. Das neue Buch von mir. Findest du in den Shownotes auf der Webseite. Und der große Vorteil ist, du zahlst nur die Versandgebühren in Höhe von 6,95 Euro anstatt jetzt 28 Euro bei Amazon und Co. Klingt doch fair. Also schau es dir doch mal an und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Okay, dann haben wir den nächsten Fallstrick, den Nummer 5. Das heißt, wenn ich jetzt schon so weit bin und habe eine Plattform entwickelt, wo ich meine Daten sammle, konsolidiere, dass die halt nicht alle Fragestellungen abbildet. Das ist deshalb jetzt interessant, weil das haben viele nicht auf dem Schirm. Das heißt, wir unterteilen ja in drei Bereiche immer ein. Das heißt, ich habe mein Status Quo. Also ich sehe das, was die Systeme, also die Quellsysteme wie ein Finanzsystem, ERP-System bereitstellen. Dann baue ich ja über eine Zeit lang dann auch meine entsprechende Datenhistorie auf. Und wenn ich das habe und die ist qualitätsgesichert, kann ich ja damit wirklich vielleicht zukunftsorientierte Sachen machen, zum Beispiel vorausschauende Wartung, Predictive Maintenance. Ja. Genau, also das ist irgendwie so die technische Mindestvoraussetzung, was so ein System haben sollte aus meiner Sicht. Das heißt, ich brauche halt die Möglichkeit, auch jetzt nicht zurückzuschrecken, wenn es heißt, so, wir haben hier, wir sind hier im Big Data Kontext, von mir aus, es kommt ja wahrscheinlich eher aus den IoT-Daten oder ähnliches, wo wir dann sagen, wir haben solche Massendaten, dass wir nicht mehr in der Lage sind, die Historie zu speichern. Das oder du hast einen Wechsel vom ERP-System, du führst ein neues ERP-System an. Das musst du, klar, du darfst dann niemals die Historie im Data Warehouse verlieren. Das ist der absolute Tod. Das heißt, da musst du schon in der Lage sein, dass die Konzepte, wie sind wir bei den Konzepten, dass die halt tragfähig sind, was auszutauschen. Und natürlich muss auch dann die gewählte Technologie in der Lage sein, halt zu skalieren. Was eigentlich auch kein Problem mehr ist. Und vor allem, was aber jetzt auch noch wichtig ist, also diesen Blick in die Zukunft mit KI, Machine Learning, was du gerade angesprochen hast, da ist natürlich auch wichtig, dass es eine Plattform ist, in die das integriert werden kann. Weil häufig ist es natürlich so, dann sagen wir, okay, wir haben hier irgendwo so einen Datenpool und dann machen wir jetzt unsere Python-Notebooks, wir machen unseren kompletten KI-Chapter und gucken, dass wir da die Zukunft vorhersagen oder neue Anwendungsfälle modellieren. Das muss integriert sein in die Daten, weil sonst hast du wieder zwei Domänen. Dann hast du die KI-Domäne und die Datendomäne und das ist eigentlich eins aus meiner Sicht. Das heißt, es ist wichtig, dass diese Plattform das alles abbilden kann und du quasi auf einer zentralen Datenbasis oder auf einer zentralen Plattform alle Datenfragen beantworten kannst, egal wo es hingeht. Und das ist einfach wichtig, dass das
technologisch und auch organisatorisch so abgedeckt sein kann. Ja, das haben viele erstens nicht auf dem Schirm, weil die denken, okay, jetzt gehen wir an die Produktion ran, wir machen jetzt das Thema Industrie 4.0, holen sich da eine separate Plattform. Dann gibt's vielleicht die Idee, wir führen jetzt über die Energieberatung, wir brauchen jetzt ein Energiemanagementsystem. Dann die kaufmännischen Fragestellungen, da machen wir das Data Warehouse, das braucht man ja nicht. Wir können uns auf eine zentrale Plattform konzentrieren, aber das muss die Plattform halt können. Ja. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich ja wieder Datensilos. Ja. Und baue da wieder oben was drauf. Also das haben tatsächlich viele nicht auf dem Schirm. Und dann kommt man tatsächlich zu dem Fallstrick Nummer 6. Jetzt muss ich die Analogie finden, weil damit das auch jetzt über den Podcast auch anschaulich ist. Stellt euch vor, ihr habt jetzt einen Sportwagen, nehmen wir mal einen schönen Porsche, 911er, ein Turbo. Und das ist genau das, was wir bei den Unternehmen feststellen, vergleichbar mit dem Berichtswesen. So. Das heißt, das Berichtswesen ist der 911 Turbo. Genau. Ist ja schon mal gut. Dann will ich ja erstmal top. Haben. Du bist, nochmal den Bezug. Also, technologisch bist du ja von dem Berichtswerkzeug, wie SAP Analytics Cloud, Qlik, Tableau, Power BI und Co. ziemlich gut unterwegs. Was aber keiner sieht und wo sich ja auch keiner für interessiert, wie funktioniert denn dieser Porsche? Wie ist der Motor denn zusammengebaut? Also, nicht mit zusammengebaut, aber was für eine Leistung hat er? Weil ohne Motor bringt dir das nichts. Dann hast du, also die Analogie ist in dem Fall, dein Porsche steht jetzt auf dem Anhänger. Da hast du nichts von, also hast du nichts gewonnen. Ja. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist natürlich wichtig, ist aber auch ein sehr unangenehmer Fallstrick, muss ich sagen. Weil du hast dann, also das ist jetzt ja so, ich habe meinen Porsche in dem Fall, also jetzt mein, ne, also das Bild des Porsches, und da muss ich mich ja wirklich damit auseinandersetzen. Das heißt, wie fährt der Porsche, wo kommt mein Benzin her zum Beispiel und so weiter. Da muss ich mich ja wirklich damit auseinandersetzen und zu schauen, was habe ich denn für Daten. Das ist natürlich essentiell wichtig, um überhaupt überhaupt ein Unternehmen steuern zu können oder überhaupt eine Aussage darüber treffen zu können und auch eine Entscheidung treffen zu können, wie ich weiterentwickle. Aber da muss ich natürlich mal unter die Haube schauen. Da muss ich natürlich mal jemanden haben, der übergreifend drauf guckt, die sich die Prozesse anguckt und sagt, ja schön, dass ihr hier jetzt euren Porsche habt, aber unter eurem Porsche ist im Endeffekt, ihr habt keine Räder. Ihr habt manuelle Excel-Quellen, die ihr da drunter packt. Ja. In dem Fall zum Beispiel, das kann jetzt ja nicht der Ernst, das kann ja nicht euer Ernst sein. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Dann und das ist es, also ist ja auch eine Kostenfrage, weil da kommen wir ja nachher nochmal zu, aber wie du sagst, man muss da, glaube ich, ehrlich zu sich sein und sich nicht blenden lassen, weil dann kommen wir nämlich direkt zu dem... Weil sonst schöpfe ich ja auch nicht mehr volles Potenzial aus. Das ist ja auch... Also klar, aber du hast ein schönes Dashboard. Ja, ist ja gut, aber das Dashboard schöpft ja auch nicht mehr Potenzial. Ich meine, dann kommt jetzt jemand und sagt, pass auf, ich habe eine andere Fragestellung. Die kennst du halt, okay, wir haben ja eine Abweichung, wie setze ich die denn zusammen? Ach so und so, okay, und wie setzen sich dann die Zahlen zusammen? Und dann hört es irgendwann auf. Dann sagst du, ja, die Ebene haben wir jetzt leider nicht mehr drin, weil die haben wir in unserem Excel nicht. In der Tat. Oder du sagst, sorry, wir können das gerade hier nicht anbieten, wir haben Performance-Probleme. Ja, oder das, genau. Ja. Das sind ja all, also deswegen, das ist, da muss man ehrlich zu sich sein, weil sonst tut es irgendwann richtig weh. Genau, dann haben wir natürlich den letzten Fallstrick, Nummer 7, das ist die Zukunftsfähigkeit. Ja, ist ja das, gut, das passt dann jetzt zum Vorherigen. Das ist ja genau das Thema. Ich bin ja nicht zukunftsfähig, wenn ich meinen Porsche auf dem Anhänger stehen habe. Also es ja, bringt mir dann ja wieder nichts. Bin ich nicht zukunftsfähig? Das heißt, wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge, wo es um das ESG-Thema ging. Mhm. Und das ist ja genau der Punkt. Also dann habe ich jetzt zum Beispiel alles in meinem Berichtswerkzeug. Das war ja auch ein Argument. Und damit bin ich trotz alledem nicht weder nachhaltig noch ESG-Report-konform. Und muss mich dann zwangsläufig mit dem Thema auseinandersetzen. Und also Zukunftsfähigkeit ist ganz wichtig. Und da nochmal kurz so ein Punkt, den sagst du ja, glaube ich, immer recht häufig. Es ist ja wichtig, dass man auch während das Haus gebaut ist, in dem Fall so ein Data Warehouse, dass man auch die Kellerwände im Nachgang verschieben kann. Und was ist damit gemeint? Das bedeutet im Endeffekt, ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Ich kann es nicht, du kannst nicht, keiner kann es wahrscheinlich. Das heißt, ich kann jetzt von den Punkten sprechen, die ich kenne, wo ich glaube, was noch kommt, was auf meiner Agenda steht. Aber wenn sich das jetzt ja doch ändert und doch nochmal eine neue Gesetzgebung kommt oder mein Geschäftsmodell sich ändert oder was auch immer, muss ich ja trotzdem in der Lage sein, flexibel mich auf diese neue Markt, das neue Marktumfeld oder die Gegebenheiten anzupassen. Geht ja weiter, Zukäufer, Unternehmen, kaufen Unternehmen dazu. Ja, oder sowas. Zum oder Beispiel, du löst dein Altsystem ab, also Finanzsystem ab, holst ein neues rein oder deine IT-Infrastruktur wechselt. Tausend Änderungen, die du hast. Und da muss ich nur dafür sorgen, wenn ich dann gehst wieder in Richtung Konzepte und Technologie, wenn ich da auf einer guten Basis aufsetze, auf einem guten Konzept,
dann ist es mir doch egal, ob ich noch das dritte, vierte, fünfte System habe oder mein altes System wegwerfe, zwei konsolidiere, Mandantentrennung und, also Konzepte, die man hinterlegt hat. Und schon tausche ich unten drunter was auf und oben sieht es immer noch genauso aus. Ja. Aber mach das mal, wenn du es direkt im Berichtswesen angebunden hast. Und ja, dann ändert sich das System. Uiuiuiui. Naja, da kommen wir also als Fazit natürlich raus und sagen, was möchtest du? Möchtest du eher Fast Food oder nachhaltig sein? Oh, das darfst du mich jetzt nicht fragen. Das ja, ist ich weiß, ihr wisst, also das kriegt ihr ja nicht mit, aber hier gibt es schon einige Kollegen und Kollegen, die gerne bei einem sehr bekannten Fast Food Restaurant sich ihr Mittagessen holen. Das ist ja auch okay, also ab und zu zumindest. Ne? Also das würde man ja zum Beispiel mit seinen Kindern ja auch nur ab und zu machen. Du würdest ja auch nicht täglich mit deinen Kids dort essen gehen, weil das nicht gesund ist und auch nicht nachhaltig. Und das ist jetzt auch so mal der Punkt, welchen Partner wollt ihr haben? Wollt ihr einen haben, der euch mal schnell, fastfoodmäßig euch die Berichte zusammenklimpert? Für den Anfang vielleicht okay, aber es ist halt nicht nachhaltig. Punkt. Ja. Das muss man einfach sagen. Sagt ihr aber, okay, wir haben es verstanden, wir wollen langfristig eine Datenstrategie ins Unternehmen führen, die genau diese 7 Fallstricke nicht verursacht, sondern wir wollen aus den Daten Mehrwerte ziehen in Form von mehr Umsatz, Kosten einsparen, Betriebsprozesse verbessern, manuell abschaffen. Dann seid ihr zum Beispiel bei uns viel besser angesiedelt. Ja, das kostet Geld. Ihr müsst eine Softwarelizenz bezahlen, ihr müsst eine Implementierung bezahlen. Aber es bringt euch in der Regel immer mehr als dieses Schnelle, wo man jetzt vielleicht mal ganz kurz ein tolles Dashboard hat. Und dann war es das auch wieder und du hast nichts davon. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich dann bei dir lieber nachhaltig. Okay, schnell. Das waren unsere Fallstricke. Also wie gesagt, seid ihr an diesem Punkt und ihr würdet gern das ein oder andere lösen wollen. Ihr wisst, glaube ich, wo ihr uns findet und dann würden wir uns freuen, mit euch ins Gespräch zu gehen. Dann war's das, glaube ich, auch für heute. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao. Ciao. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.